Moin Leute und willkommen zurück zu Super Smash Bros. For 3DS. Ja, genau, hier sind wir. Heute, oder einfach in diesem Video, werden wir mal ein paar Kämpfe austragen. Hier unten keine 5 Minuten, sondern 3 Minuten. Und hier schnell auf die Regeln Items einschalten. Also wir werden einfach ein paar Custom Matches machen. Und ich glaube, das heißt viele und das heißt wenige, also wenig, einfach normal. Und das ist auch das, was wir jetzt nehmen. Das ist gut, dann das ist das Handicap, denke ich. Ja, genau, das ist, wenn man es auf ganz hoch stellt, dann fliegt man viel, also dann fliegt man zum Beispiel schon mit 10% ganz, ganz weit. Also man, genau, man kann es auf 2 stellen. Und anstatt mit, nehmen wir an, es wäre ein Sudden Death, dann würde man bereits mit 150% so weit fliegen wie mit 300%. Genau so ist das. Was das hier bedeutet, weiß ich nicht. Und das hier weiß ich auch nicht. Das ist die Zeit. Und das ist entweder auf Zeit spielen oder mit Leben. Ja, genau, das machen wir gleich. Wir spielen mit Leben und zwar hat jeder 5 Leben. Ja, 5 Leben, das ist gut. Wir haben mit Items und wir wählen hier. Also wir machen jetzt bestimmt mal einen Viererkampf hier so. Ich glaube, hier kann man, ja genau, mit dem Knopf hier kann man die Teams einstellen. Ja. Aber wir machen einen One-Man-Army sozusagen. Also einfach jeder gegen jeden. Und wir spielen Raffley, und zwar die mit den pinken Haaren, weil ich Pink richtig süß finde. Ja, was dagegen, dann geht euch hängen, bitte. Dankeschön. So, als Gegner wählen wir Dark Pit, Meta Knight und Pac-Man. Ja, nehmen wir Pac-Man. Gut. Ja, jeder hat 5 Leben, das ist gut so. Und jetzt wählen wir noch eine Map. Ich werde sie nicht auf Omega stellen, also damit es wie dieses, damit es nicht wie diese Stage ist. Also man kann ja jede Stage hier umstellen, damit es wie diese ist, einfach mit dem Hintergrund von der jeweiligen Stage. Aber wir werden, okay, jetzt habe ich genau das gemacht, was ich nicht wollte. Egal. Das Land ist sowieso flach. Also lassen wir das jetzt einfach mal so. Ja, Raffley. Leider haben wir mit ihr noch keinen. Wow. Eben, leider haben wir mit ihr noch keinen Custom Move freigeschaltet. Denn es nimmt mich echt wunder, was sie dann so kann. Ich meine, jetzt kann sie hier Toron, wie man hier sehen kann. Zack. Mit und. Also, das war ihre B-Attacke. Die kann man hier aufladen. Und dann losschießen. Und diese Blitzattacke hat 2 Formen sozusagen. Und ich glaube, es ist einfach Zufall, welche kommt. Und wir haben jetzt vorhin gerade beide gesehen. Die erste, das erste, was ich abgeschlossen habe, war ein Laserstrahl. Ein ganz schneller. Und der zweite war wie ein Elektroball, welcher der Gegner eine Zeit lang gefangen hält. Und dem einfach Schaden zufügt. Ne? So, und das nach vorne B ist diese Feuerattacke hier. Ich muss sehen, dass. Also, ich zeige euch jetzt einfach mal nur den Topscreen hier. Dann seht ihr einfach mal ein bisschen mehr das Kämpfen. Ja. Und auch beim Schwert hat sie 2 verschiedene. Entweder das Donner. Das ist jetzt nicht das Donnerschwert, das ist ein. Ja, ein normales eben. Einfach das, was. Aua. Puh. Einfach eines, welches nicht ganz so stark ist. So, und wir dürfen nicht vergessen, wir spielen hier Stock, also mit Leben. Das. So. Komm. Ah, nein. Und das nach oben B ist diese Windattacke. Also sie schießt einfach die Winde, oder Winde, ja, Elfenwind oder. Ja, was auch immer für ein Wind das ist, schießt sie dann einfach. Und wir haben jetzt. Also wenn wir kein Buch haben, dann sieht das Ganze so aus, ne?
Also normalerweise würde ich sie jetzt ein Buch heben und die Feuerattacke machen, aber wir haben das Buch momentan gerade nicht. Ja, das kommt etwa nach 10 oder 15 Sekunden kommt das wieder zurück. Und bis dahin müssen wir einfach ohne das Eis kommen. Und das war jetzt gerade der Laserstrahl. Der ist recht OP eigentlich. Und die, die Items, ich habe sie zwar eingeschaltet, aber da wir hier das die Omega-Map spielen, sind sie automatisch wieder ausgeschaltet. Und das war jetzt nicht die Laserattacke, sondern die Attacke, die den Gegner gefangen hält. Ja, habt ihr es gesehen? Gut. Was hat sie noch? Nosferatu. Also hier, komm schon, ich muss jemanden fangen. Wenn wir doch nicht einfach gleich sterben würden. Also ich zeige jetzt euch eigentlich mehr die Attacken von ihr. Ach, lass mich in Ruhe. Also ich zeige euch mehr die Attacken von ihr, als mich selbst auf den Kampf zu konzentrieren. Und hier, jetzt haben wir das Donnerschwert. Das gibt ein bisschen, also gibt mehr Schaden und hat einen kleinen Flächeneffekt. Also zum Beispiel nach unten smashen, verletzt auch die Gegner, die ein bisschen hinter einem stehen. Das andere Schwert macht das nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den gekillt haben. Wir sehen das nicht auf dem Bottom Screen. Aber eben, wir müssen jetzt einmal hier jemanden fangen. Bei Nosferatu bekommen wir auf jeden Fall ein bisschen Leben zurück. Also die Prozentanzeige geht zurück. Der Pac-Man kann diese Dinge da beschwören. Ich habe mich schon öfters gefragt, wo die herkommen, diese Fontänen oder whatever das ist. Lass mich in Ruhe. Dankeschön. Und du auch. Was soll... Ich will eigentlich immer noch Nosferatu auf jemanden ausprobieren. Ich konzentriere mich nur auf das. Ja, doch nicht. Oh Gott. So, dann hier mal die Elektroattacke auf und zack. Gleich noch einmal. Ich hoffe, es kommt wieder dieser Strahl raus. Jawohl. Und. Ja, sehr schön. Also, das Nosferatu kann mich jetzt mal. Ich konzentriere mich jetzt wieder nur auf den Kampf, also ich probiere es zumindest. Ja, natürlich, gleich wenn ich das sage, sterben wir. So, Ton aufladen und... Sehr schön. Oh, Meta Knight. Ich mag Meta Knight nicht. Ich habe ihn noch nie gemacht. Also in dem Spiel hier auf jeden Fall. Kann ich eigentlich? Nee, das geht nicht. Okay, ich kann das Airwind kann ich nicht gegen links oder rechts abfolgen. Das geht wirklich nur gegen unten, also so einfach. Das ist ein bisschen schade. Aber vielleicht können wir ja mit den Custom Moves da noch andere Attacken freischalten, eben wie Elfenwind oder so. So. Der Pac-Man. Ich muss auf den Pac-Man gehen. Pac-Man, du musst sterben. Ich habe es nur auf den Pac-Man da abgesehen, Mann. So. Oh, nein. Komm schon. Ja, sehr schön. Und jetzt auf Meta Knight. Oh, das könnte... Jawohl, wir haben es geschafft. Was zum... Nein! Oh mein Gott, dieser Wasserstrahl hat mich runtergeworfen. War ich das gerade? Okay. Also, ich wusste auf jeden Fall nicht, wie ich das gemacht haben sollte, aber ja, egal. Also, ich warte bis Dark Pit noch... oder so. Ah, scheiße, ein bisschen zu spät. So. Und Raflay ist recht langsam. Das muss auch noch gesagt sein. Hat starke Fähigkeiten, was mir wirklich sehr gut gefällt.
Aber eben, sie ist langsam. Und... Ah, jetzt hat sie ihn genommen. Ja, was ich auch ein bisschen blöde finde, ist, dass das Schwert, also das Elektroschwert gefällt mir wirklich sehr gut. Und es ist blöd, wenn es leer geht. Also ja, wie jetzt zum Beispiel. Aber da kann man ja auch nichts gegen machen. Ja. Weil jetzt ist es wirklich nicht mehr so stark in diesem Zustand. Oh, scheiße. Oh Mann, wir haben nur noch ein Leben und Dark Pit hat sogar noch zwei. Also hier, sieht man es. Also wir müssen jetzt unbedingt auf Dark... Ey, ich hab doch den Smash aufgeladen. Also wir müssen unbedingt auf Dark Pit. Alter. Also ich gebe zu, es ist ein... doch, wir haben getroffen. Es ist ein bisschen pussyhaft, was ich hier ab und zu mache. Also, jetzt habe ich... Eben, aber genau das ist ja jetzt der Vorteil. Jetzt haben wir es dreimal eingesetzt und wir haben es gleich nicht mehr. Also ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich verstehe es vollkommen. Oh. Also er hat immer noch zwei Leben. Wir können es noch gewinnen. Sehr schön. Also so sieht es jetzt momentan aus. Jetzt müssen wir aber gegen ihn gewinnen und ich hoffe, das klappt auch. Schon wieder nicht getroffen. Jetzt wäre das Nosferatu eigentlich perfekt. Falsche Richtung. Jetzt haben wir es wieder verloren, das Schwert. Sehr schön getroffen, gut gemacht. Lass mich los. Also, ihr Nosferatu einzusetzen, ist jetzt ganz ehrlich gesagt ein bisschen riskant. Weil wenn ich es nicht treffe, dann kann er mich ganz einfach auslöschen, was er aber auch jetzt schon macht. Scheiße. Okay, ich sollte mich wirklich mehr auf das Spiel konzentrieren, als hier zu quatschen. Denn hier ist es ja schon schlimmer als in Mario Kart zum Beispiel. Naja, also Black Pit hat gewonnen. Er hatte auch noch einen kleinen Vorteil. Aber wir haben 7 gekillt und sind 5-mal gestorben. Der andere hat hier nur 4 gekillt. Ja. Und wer hat am meisten Schaden gegeben? Wir haben 800, also das hier oben ist Schaden. Das unten ist das, was wir bekommen haben. Und alles, was hier unten ist, keine Ahnung. Ich müsste im Deutschen nachschauen, also in der Demo. Also ich habe, wie viel jetzt? 870. Viel mehr als der, viel mehr als der. Und ein bisschen mehr als, ja, 200 mehr als der da. Ja, passt schon. Gut. So, also das war mal der Stock-Kampf. Also in Englisch heißt das ja ganze, also heißt das ganze Stock. In Deutsch vielleicht auch, weiß nicht. Und jetzt machen wir doch mal ein 1 gegen... Nee, noch nicht. Wir werden später noch ein 1 gegen 1 machen gegen einen Computer. Aber jetzt werden wir gegen Lucario kämpfen. Lucario, dann die Trainerin da und Ness, ne? Wir wechseln zu jemanden, den ich schon gespielt habe. Ich möchte jetzt nicht zum Beispiel Palutena zeigen, welche ich noch nie gespielt habe. Wir nehmen einfach, Ike haben wir schon mal gezeigt, dann nehmen wir doch einfach mal Schulk, ne? Nehmen wir Schulk. Wir stellen da wieder auf Zeit rum. 3 Minuten Kampf, machen wir 4 Minuten. Die Charaktere sind ausgewählt, das ist gut. Ach ja,
Na, scheiße, das wollte ich jetzt nicht. Ich verwechsel B und Start immer. Wirklich. Also, ja, ich weiß, B und Start, wie kann man das verwechseln? Es ist einfach passiert. Aber diese Map ist geil. Diese Map gefällt mir richtig gut. Echt jetzt. Ich meine, man kann gegen das Netz hier, also Netz, gegen das Teil hier springen. Moment. Also man müsste dagegen geschleudert werden. Und dann springt man wieder in die Mitte. Also so kann man richtig geile Kontra-Attacken ausführen. Das ist richtig geil. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und ich frage mich gerade, wo die Items abbleiben. Ich habe die doch eingeschaltet. Naja. Egal. So, wechseln wir da mal auf Verteidigung. Also hier sage ich es auch gleich. Gelb ist Verteidigung. Also wenn man mit B-Knopf kann man ja sein Attribut ändern sozusagen. Das, was ich jetzt bin, hier gelbe Farbe, das ist Verteidigung. Wir werden also viel, wirklich, wir werden sehr viel langsamer, wie ihr sehen könnt. Dafür ist unsere Verteidigung wirklich sehr gut. Dann das Blaue. Autsch. Wir sind um einiges schneller, dafür hüpfen wir wie ein Relaxo. Also wir können wirklich sehr schlecht springen. Und wenn ich sage sehr schlecht, dann... Ja, wie bei Little Mac, genau. Little Mac ist das perfekte Beispiel. Und ich frage mich gerade, wieso zum Teufel wir alle dort kämpfen. Und dieses Teil, also das Teil hier oben... Alter, ich wollte gerade etwas zeigen. Mann. Ja, das da oben, wie ihr gerade gesehen habt, kann man zerstören, damit es runterfällt. Es kommt auch gleich wieder. Und ja, es gibt recht viel Damage. Mit Schulk würde ich unbedingt gerne mal neue Moves lernen. Also ich habe zwei freigeschaltet mit ihm. Aber dort merkt man nicht einen allzu großen Unterschied. Das ist einfach, wenn man nach oben B macht, kann man ja mit ihm noch eine Attacke machen. Also Moment, ich zeige es noch kurz. Zuerst greift. Wir sehen los. Also oben B und dann noch A. Habt ihr gesehen? Also er macht gleich nochmal eine Attacke. Hier, zack. Und von dem habe ich noch zwei andere freigeschaltet. Die sind recht ähnlich. Nicht genau gleich, aber recht ähnlich. Es kann sein, dass sie eine andere Fähigkeit haben, aber das wüsste ich nicht, denn ich kann kein Japanisch lesen. Leider. Wirklich, leider. Naja. Kann man nichts machen, ne? Also, noch nichts. Ich werde bald einmal ein Auslandsjahr in Japan machen. Ja, ich freue mich schon riesig drauf. Mit einem Kollegen von mir. Das wird richtig geil. Es dauert zwar noch ein bisschen, aber das wird richtig geil. Und ich freue mich jetzt schon riesig darauf. So, wir wechseln kurz das Attribut zu... Ja. Und hier bin ich mir auch nicht ganz sicher. Er hat zwei verschiedene Attribute, wo entweder seine Hand leuchtet, wie jetzt hier gerade, oder das Schwert leuchtet. Und eines von denen sorgt dafür, dass der Gegner weiter fliegt. Und das andere sorgt dafür, dass der Gegner mehr Schaden bekommt, dafür weniger weit fliegt. Ja, irgendwie so. Die Wii Fit Trainerin müssen wir auch noch einmal spielen. Und jetzt müssen wir nicht sterben. Danke. Wir müssen diese Schlampe da killen. Oh oh. So, das hier war gerade der Konto. Oh, scheiße. Uiuiui. Stirb. Gut gemacht. Ich will kurz das Attribut auf Verteidigung ändern. So. Und ich habe es langsam im Griff mit den Attributen. Also in welcher Reihenfolge sie kommen und wie man sie am besten benutzen soll. Also jetzt zum Beispiel... habe ich sehr viel Prozent, also Prozent Schaden eben. Scheiße, nein. Naja, also wir sollten trotzdem gewonnen haben. Jawohl, genau. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben 4-2 eine KD von 2, also KD, ja, eine Differenz von 2. Am meisten Schaden, also wir haben hier 4, also das schaue ich mir immer an. Wie viel Schaden habe ich verteilt im Vergleich zu den anderen? 412, 245,
332 und die nur 174. Gut, also wir haben mit Abstand wieder am meisten Schaden ausgeteilt und das ist das, was mir eigentlich am wichtigsten ist. Weil so sieht man... endlich. Oh Mann, hat das lange gedauert. So, New Challenger approaching, ne? Wario ist das, Wario. It's a me, Wario. Oh ja, und die Stage, ich werde die nachher so suchten noch. Ich liebe diese Stage. Ich hoffe einfach, dass die neue Sachen eingebaut haben. So. Ich glaube, dass diese Form, die ich jetzt gerade habe, die sorgt dafür, dass der Gegner, also dass ich stärker bin. Also der Gegner fliegt zwar nicht mehr so weit, aber ich gebe ihm mehr Damage. Und wenn das Schwert leuchtet, ist es eben umgekehrt. Aber die Dauer ist gerade relativ kurz gewesen jetzt. Ja, shit. Ja, Verteidigung, ne? Und was hier mit Schulk geht das besonders gut. Man kann ja die Stats auch customizen, zum Teil. Also plus Geschwindigkeit, plus Angriff oder plus Verteidigung. Vielleicht geht noch mehr, aber bis jetzt habe ich nur diese drei zur Auswahl. Und eben, wenn man zum Beispiel plus Verteidigung gibt, dann verliert er an Angriff. Das würde, also zum Beispiel, nehmen wir Ike als Beispiel. Ike würde ich einfach plus Angriff geben, dafür sein Tempo verringern. Und bei Schulk, der kann sich ja selbst noch Attribute geben. Und dann kann man das sogar noch stärker verändern mit diesen customizable Buffs, die man einem geben kann. Und das kann man sehr gut ausnutzen mit Schulk und der kann so richtig OP werden, denke ich mal. Man muss nur die richtige Kombination finden. Also will man schnell sein, will man stark sein oder will man eine gute Verteidigung? So, also wir haben jetzt hier oben den Wario freigeschaltet. Der hat... dieses Kostüm gefällt mir einfach am besten. Das ist das einzig und wahre Original Wario-Kostüm. Ja, und der Rest ist einfach so... ja, normal eben, finde ich. Dann, wie versprochen, machen wir jetzt noch ein 1 gegen 1. Wir nehmen... wen sollten wir spielen? Jemand, den ich noch nicht gezeigt habe, aber ich schon bereits ein bisschen kann. Komm, nimm mir doch Dark Pit. Oder Black Pit, ja. Und... ja, um es spannend zu machen, kämpfen wir gegen den normalen Pit. Wir machen... 3 Minuten Kampf. Und ja. Wir machen das Ganze, also wir tragen den ganzen Kampf auf dieser Map hier aus. Sagt, damit die Items auch ausgeschaltet sind. Also ich glaube, die sind auch so ausgeschaltet. Ich weiß nicht, was ich da für Einstellungen gemacht oder unternommen habe. Was auch immer. Egal. So. Und nein, ich habe noch nicht die Fähigkeiten oder die Attacken von diesen zweien verglichen, also was sie so können. Aber ich glaube, die sind wirklich sehr ähnlich. Das Einzige, was anders sein könnte, also was anders ist, ist der Bogen. Denn der von Dark Pit ist zwar stärker, aber man kann ihn nicht steuern, so wie den Pfeil von Pit. Und das unten B ist dieses Schild hier. Dieser wehrt alle Attacken ab, wirklich alle. Komm, schlag mich doch. Seht ihr? Also das ist recht geil. Es ist kein Konter, aber es ist einfach gut für die Verteidigung. So, aber was mich wundern nehmen würde, ist... okay, es ist eigentlich das gleiche, einfach haben sie beide andere Waffen, okay. Also das nach vorne B hier, das da. Das vom Pit, also vom normalen Pit ist ein bisschen kleiner. Aber ansonsten sind sie genau gleich. Und wir sind bereits gestorben, das ist schlecht. Ja gut, also ich werde mich jetzt ein bisschen mehr auf den Kampf konzentrieren, hoffen, dass wir ein bisschen besser werden und ein bisschen aufholen. Ja.
Ja. Also ich spiele Dark Pit zum zweiten Mal, einfach noch so zur Info. Und der Gegner ist auf Level 9. Obwohl ich das nicht unbedingt als Ausrede benutze. Der Level 9 für mich eigentlich ein normales Level ist für die Gegner. So. Scheiße. So, komm schon. Ja, eben, den Pfeil kann man leider nicht ganz so gut steuern. Man kann ihn ganz ein bisschen steuern, aber nicht fest. Und das war ein schöner Treffer und jetzt haben wir ihn endlich. So, jetzt gehe ich aber auf ein Sudden Death. Also ich fliehe nicht wie eine Pussy, aber... Oh Moment, das muss ich ein bisschen aufpassen hier. Aber es wird schwierig, das Ganze hier noch aufzuholen. Ach du... Oh. Oh shit. Nein! Nein, das ist doch nicht... Ach nein! Ich hasse das! Das passiert mir so oft! Einfach in den letzten 5 Sekunden verrecken wir. Ah, das ist doch der größte Müll. Echt jetzt. Naja. So, aber ich denke mal, dass es das mal wieder war. Ja, wir haben zwar verloren jetzt, aber das ist mir auch egal. Hätten wir mit Raffley, Ike oder, keine Ahnung, Schulk oder so verloren, dann wäre ich nicht zufrieden und es gäbe sofort eine Remarche. Ja, aber das war ja nicht der Fall, also können wir das Video in Ruhe beenden. Ja, falls es euch gefallen hat, dann like doch das Video bitte oder kommentiert es. Und abonniert mich doch, falls ihr das noch nicht getan habt. Es hilft mir wirklich sehr und so weiter und so fort, ja. Ja, dann würde ich mal meinen, dass es das war und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also Leute, bis dann.